Hallo, liebe Chili-Freunde. Das nachfolgende Interview ist während meines Besuchs auf der IPM 2024 in Essen entstanden. Wenn ihr mein vollständiges Video von der Messe bereits kennt, dann kennt ihr auch schon dieses Interview. Wenn nicht, viel Spaß beim Zusehen. Meine erste Anlaufstelle auf der IPM war natürlich der Stand von Floragard, die mich auch hierher eingeladen haben. Und entsprechend habe ich mich natürlich besonders darauf gefreut, hier die Kollegen mal wieder zu treffen und zu sehen, was es bei Floragard Neues gibt. Netterweise hat sich der Thomas Büter heute Zeit für mich genommen, um mit mir einmal ein bisschen über die Neuerungen zu sprechen, die Floragard im Moment so plant, und natürlich auch darüber, was es mit dem Chili-Substrat im letzten Jahr so zu erleben gab von Seiten Floragard. Und an der Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast hier zu uns auf der Messe. Hat mich gefreut. Wir haben uns aber lange nicht mehr gesehen. Also von daher, ja, herzlichen Dank für das kurze Interview, was ich geben darf. Ja, prima. Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Und eine Sache, die mich interessiert, ist, ich habe jetzt in letzter Zeit auf Instagram, auf YouTube ganz viel gesehen, dass Vermiculit in der Anzucht genutzt wird. Ich habe es selber noch nie gemacht, rein in Vermiculit. Was hat es damit auf sich? Ja, also wir haben Vermiculit ja auch schon länger bei uns im Programm als 100-Liter-Sack, aber das ist natürlich eine verbraucherunfreundliche Größe. Und wir sind im letzten Jahr mal drauf gekommen, durch einige Versuche, dass Leute durchaus in 100% Vermiculit aussehen, was auch wunderbar funktioniert. Mhm. Und neben dieser Anwendung kannst du Vermiculit natürlich auch nutzen für das Abstreuen im Indoor-Bereich, um halt auch das Thema der Fliegen zu vermeiden. Mhm. Und als zusätzliches Material, wenn du deine eigene Erde halt mischen willst. Mhm. Ja? Ja. Und dafür haben wir jetzt auch eine kleine Tüte am Start, hoffentlich so ab Anfang Februar. Okay. Und die gibt es dann als eine verbraucherfreundliche 5-Liter-Tüte. Ja, perfekt. So. Das Pendant haben wir auch noch in Perlite, wenn man das auch noch braucht. Kann man das dazu nehmen? Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das sind zwei super Aspekte. Einmal natürlich das Abstreuen gegen Trauermücken. Ja. Wird ja oft auch Sand empfohlen, habe ich gehört. Funktioniert mit der Atmungsaktivität oft nicht ja, so gut. Ein bisschen schwierig. Ja, ist das ja bei Vermiculit auf jeden Fall gar kein Problem. Ist ein tolles Zeug dafür, auf jeden Fall. Ja. Und hat auch eine enorme Wasserspeicherfähigkeit. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Und wie gesagt, in der Anzucht, ich habe es selber ausprobiert. Also es funktioniert tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, cool. Ja. Ja, von selber mischen und in, ich sag mal, nährstofffreiem Substrat anziehen, komme ich natürlich direkt mal auf mein Thema, nämlich die Chili-Erde. Ja. Da bin ich natürlich besonders interessiert. Das ist jetzt ein Jahr her, dass ihr die auf den Markt gebracht habt. Ne? Ja. Wie sind so die ersten Erfahrungen? Also das Ganze begann ja mit einer kleinen Reklamation, möchte ich mal sagen, in einer E-Mail von dir. Und ja, wir sind natürlich immer froh, diesen Dingen auch nachgehen zu können. Und so sind wir eigentlich auf dich gekommen. Und haben dann mit dir halt dieses Chili-Substrat entwickelt. Mhm. Was natürlich schon eine Herausforderung war, weil das echt eine Hightech-Rezeptur war, die du uns da abgefordert hast. Und das haben wir auch so in den Sack gefüllt und mit dir abgestimmt. Und ich muss sagen, die Resonanz war klasse. Mhm. Was wir da über die Influencer und so weiter halt auch auf den Weg gebracht haben. Du hast es super promotet und die Anfrage ist einfach da. Online ist es hervorragend angenommen worden. Mhm. Die Wiederverkaufsrate ist da. Also die Leute sind auch zufrieden. Wir haben auch durchweg positives Feedback gekriegt dazu. Aber es ist auch wirklich ein klasse Substrat, muss ich sagen. Ich nutze es auch selber. Okay, ja, das freut mich natürlich. Und ja, das war ja wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, wo auch eure Experten dann noch sehr hilfreichen Input gegeben haben. Ja. Und also ich bin da natürlich ein bisschen voreingenommen, muss aber auch sagen, ich bin total begeistert, immer wieder. Also gerade was die Gießeigenschaften, Wasserhaltefähigkeit, alleine wie das Wasser sich im Substrat von selber verteilt, ist einfach echt ein toller Aspekt. Ja. Und völlig losgelöst von der Düngung, halt echt super mitzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also war eine tolle Sache.
Was ich in dem Kontext aber immer wieder gefragt werde, ja, vielleicht finden wir noch Projekte für die Zukunft, ja, aber was ich immer wieder gefragt werde, ist natürlich, das hat einen gewissen Torfanteil, der ist schon reduziert, weil wir ja relativ viel per Lead reingemacht haben, wir haben relativ, oder wir haben einen gewissen Anteil Kokos mit reingemacht, ja. Fokus war aber natürlich auf die physikalischen Eigenschaften. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, ich verzichte lieber ein bisschen auf die Wasserspeicherfähigkeiten und die anderen Eigenschaften vom Torf, aber ich möchte was Torffreies. Da habt ihr jetzt auch was Neues. Also wir haben natürlich schon Erfahrungen im Bereich der torffreien Substrate oder auch torffreien Erden, dazu unsere Bioerde, die ja komplett torffrei und vegan ist. Wenn wir in so einem speziellen Bereich sind, muss man natürlich mit der Torfreduktion oder torffrei natürlich schon ein bisschen vorsichtig sein, aber ich denke mal, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall dahin gehen werden, das Substrat Step by Step mal Torf zu reduzieren, um den Anteil einfach zurückzubringen. Da wäre natürlich Miscanthus ein toller Ausgangsstoff. Mhm. Wir sind mittlerweile der größte Miscanthus-Anbauer in Deutschland. Okay. Miscanthus-China-Schilf ist halt das Problem, das dauert 3 Jahre, bis sie das erste Mal ernten können. Mhm. Und die Zeit ist jetzt im nächsten Jahr. Das heißt, wir verfügen mittlerweile schon über eine kleinere Menge an Miscanthus. Das wird aber in den nächsten Jahren deutlich mehr werden. Und Miscanthus sehen wir schon als hervorragende Pflanze für die Landwirtschaft, weil es nach 2-3 Jahren eine Biofläche ist. Es gibt einen unwahrscheinlich hohen Humusgehalt. Also die Böden werden verbessert. Es ist eine CO2-senkende Pflanze. Es speichert ungefähr ziemlich viel CO2. Also man kann den CO2-Fußabdruck für dein Chili-Substrat nochmal reduzieren. Mhm. Und auch leicht saurer pH-Wert hatte ich gelesen. Ja, also leicht saurer so pH-Wert, also keine negativen Eigenschaften auf das Substrat. Mhm. Also von daher sehe ich das schon als gute Möglichkeit an, mal mit irgendwo 10-15% mal anzufangen. Aber diese Steps machen wir immer ganz vorsichtig. Im Versuchsgewächshaus machen wir erstmal Versuche, wie verhält sich das Substrat, um dann irgendwann auch die Rezeptur entsprechend anzupassen und zu ändern. Okay. Ja. Und ab wann wird es die ersten Substrate in die Richtung geben? Also wir haben mittlerweile die Umstellung in diesem Jahr schon drin. Also unsere Bioerden werden in diesem Jahr schon mit 15% Miscanthus ausgeliefert. Ah, okay. Also die Anteile haben wir da schon drin. Mhm. Und der große Wurf wird dann in 2025 kommen. In den Bioerden, was ersetzt ihr? Weil die waren ja vorher schon torffrei, ne? Was? Wir werden den Anteil an Kokos, der ja in der Regel aus Übersee kommt, entsprechend reduzieren, um halt den CO2-Fußabdruck einfach zu verbessern. Okay. Ja. Und ich habe gesehen, ich habe hier mal reingefühlt, also es gibt hier einen Miscanthus-Mix-Hobby und einen Miscanthus-Mix-Profi. Der Profi wirkt ein bisschen fester, ein bisschen dicker, strukturstabiler, genau. Ist der Fachbegriff. Ja. Worin unterscheiden die sich und welche findet man jetzt, wahrscheinlich den hier findet man dann in den Consumer? Genau, das ist mehr der Consumer-Bereich, den wir hier haben. Das ist eine andere Art der Herstellung. Das machen wir teilweise, wird es fermentiert, kompostiert und dann auch nochmal durch diverse Mühlen oder Holzfaseranlagen durchgeschreddert, damit wir es auch entsprechend fein und aufgefasert kriegen. Der Erwerbsgartenbau möchte aber lieber eine etwas gröbere Struktur haben. Ja. Da haben wir eine andere Herstellungsweise dabei. Eine andere Mühle, andere Strukturen, andere Absiebungen, weil man halt auch das Miscanthus einfach auch mehr sehen will dann später im Topf. Ja. Dann ein anderes Thema, wo wir gerade bei so organischen Zusatz- oder Substratkomponenten sind. Ja. Ich bin ja mit dem festen Vorsatz hier heute hergekommen, euch mal zu fragen oder darauf anzusprechen, dass ich im Moment viel in Richtung organische Düngerezepturen, Living Soil ausprobiere, beziehungsweise diese Saison vorhabe und wollte mal fragen, habt ihr euch eigentlich auch schon Gedanken in die Richtung gemacht? Und ich war begeistert, als ich hier hinkam. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Ja. Ja, wie der Zufall das so will, wir kommen aus Oldenburg und ein Oldenburger ist ausgewandert nach Neuseeland und hat da über die letzten Jahre sich eine Marke aufgebaut und sich explizit mit diesem Thema Living Soil auseinandergesetzt. Mhm. Er hat dort sowohl eine Erde wie auch entsprechende Dünger dazu im Portfolio und diverse Flüssigdünger noch dazu. So, wir haben Rezepturen ausgetauscht mit ihm, die sehr, sehr komplex und vielfältig sind. Ja, das hat es mir ja gezeigt vorhin mal. Das ist ja Wahnsinn. Irre Zusammensetzungen. Also wer jetzt meine Mischung in diesem Jahr gesehen hat, weiß, das waren auch lange Listen. Das, was der Thomas mir da vorhin gezeigt hat, unfassbar. War doppelt so viel Zutaten. So. Wir sind also jetzt gerade dabei mit der Fachabteilung, ich sag mal, diese komplexen Rezepturen umzusetzen, um diese auch hier in Deutschland
produzieren zu können und über unsere Maschinen produzieren zu können. Das Thema würden wir ganz gerne einfach in der Masse ein bisschen breiter machen, die Vorteile dieser Living Soil, weil es einfach auch eine verrückte Sache ist, es funktioniert auch, ich bin total begeistert davon, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Und auch der Frank, der uns auf das Thema gebracht hat aus Neuseeland, der ist auch Feuer und Flamme hier. Der wird wahrscheinlich sich auch irgendwann auf den Weg machen im Sommer und hierher kommen und das Ganze auch nochmal unterstützen. Und wie gesagt, wir sind also so weit, dass wir sagen können, ich sag mal, ab Sommer werden wir hier sowohl zwei Dünger wie auch eine Erde schon am Start haben aus dem Bereich. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, klingt aber so, als müssten die Leute sich noch bis 2025 gedulden, das ist nicht so. Nein, das, also wir sind da schon relativ weit. Also, ja, cool. Ich sag mal, das ganze Feintuning, die Abstimmung ist schon da, also die Rezepturen sind ausgetauscht, die Produktionen wissen Bescheid, also jetzt hat das nur noch ein bisschen am Marketing. Aber also wenn ihr einen Beta-Tester braucht, sag auf jeden Fall Bescheid. Ja, machen wir natürlich gerne. Ja, cool. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die tollen Infos. Bin super gespannt, wie es gerade mit diesem Living Soil-Thema weitergeht. Ja. Und auch mit dem Miscanthus, also wenn es da dann in Zukunft mal Produkte gibt, so für einen kleinen laufen. Test. Wir setzen mal ein paar Tests an. Bin ich da auch immer gern dabei. Ja, alles klar, wir. Thomas, vielen Dank. Schön, dass du da warst. War wie immer toll. Danke für die Einladung. Ja, klasse.